Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Dalbert TV im Konzernmodus von King of Retail bei dem letzten Rettungsversuch unseres Konzerns. Ja, wer jetzt noch nicht so lange dabei ist oder jetzt erst dazugekommen ist, wir hatten einen Konzern hier oben, einen schönen Laden, der lief eigentlich auch relativ gut. Ich habe es dummerweise ein bisschen übertrieben, an der einen Stelle beim Einkaufen von Lagerregalen und so weiter nicht aufgepasst, habe uns damit ins Minus geritten und kam da jetzt nicht innerhalb von 2, 3 Tagen raus und damit war das Thema dann durch. Wir sind dann mit 6,5K rausgekommen. Ich habe jetzt hier nochmal versucht, diese eine Mission zu machen, die hier vorne irgendwo noch ist. Kriege ich das weg? Sekunde, da. Hier diese. Ach, guck mal, darf ich die nochmal machen? Ach, guck mal. Ich habe die versucht, ist gescheitert, aber ich darf sie sogar nochmal machen. Möchte ich aber nicht. Finde ich jetzt irgendwie blöd und so viel extra Kohle kriegen wir dadurch nicht. Ich werde jetzt ganz einfach hier mit dem 6,5K, die wir haben, nochmal versuchen, diesen Laden hier zu starten. Und genau das machen wir jetzt. Zack, unterschreiben. Ich weiß jetzt nicht, ist das Konzept jetzt hin? Müssen wir noch mal ins HQ, aber eigentlich müsste das Konzept ja noch. Ich hoffe, dass das Konzept noch steht, weil wir jetzt wirklich komplett von vorne anfangen müssen mit den paar Kröten, die wir haben. Wäre das ganz schöner Murks. Nee, Konzept steht noch. Sehr gut. Gott sei Dank. Dann müssen wir das hier unten zuweisen und Geld einzahlen. Das sollte gehen. Vorbereiten. Bärenfutter. Geld überweisen. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel wir haben. Ich mache jetzt mal 6.100. Und das ist dann das, womit wir arbeiten müssen. Das heißt, einen Tag werden die Konzerngebühren bezahlt sein. Meine, wir gehen nochmal hoch. Kurz nochmal hier gucken. Also, wir haben Fixkosten 292 sind die Fixkosten. Die lassen wir stehen, dass wir genau einen einzigen Tag klarkommen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Restgedeix hier kriegen. Das heißt, wir können jetzt nochmal 70 rausholen. Bums. Eieiei, das ist echt nicht viel. Konzerngebühr lassen wir erstmal auf 50%, das sollte passen. So, wir haben ja nach wie vor dieses hier haben wir alles schon freigeschaltet. 6 Punkte reichten nicht für noch eins. Ist aber nicht so schlimm. Und ja, der Rest passt. Kategorie der Ruf, das ist vielleicht schon mal eine ganz entscheidende Sache. Wir haben das schon aufgebaut. Ich hoffe, dass uns das jetzt so ein bisschen zugutekommt bei dem Neustart. Einen Lieferanten haben wir auch schon. Das heißt, ja, sollte eigentlich alles funktionieren. Ich bete. Betet mit mir, dass wir das irgendwie hinkriegen. Wir müssen. Habe ich jetzt echt den falschen Laden gekauft? Nee, habe ich nicht. Stopp, falsch geklickt. Mal weiter reinscrollen. Ei, läuft. So, dann lass uns mal reingehen und beten, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich würde jetzt auf Marketing erstmal komplett verzichten am Anfang. Ach, schon wieder nur so ein kleines, popliges Lager, aber ist wie es ist. Liefereinheit, nehmen wir die. Da dürfen wir definitiv nicht sparen. Und Lagereinheit nehmen wir zwei von denen. Wir müssen in der Lage sein, das ganze Zeug zu verarzten, was wir hier bekommen. Weil das ist im Lebensmittelgeschäft genau das Thema. Ah, jetzt habe ich es falsch schon gemacht. Sekunde mal eben. Drehen wir hier nochmal um. Weil die können wir nämlich schön so reinstellen. Dann spart das ein bisschen mehr Platz für den Moment. So, das haben wir schon mal. Dann ab in den Laden. Eine Kasse brauchen wir, eine vernünftige. Das ist schon ein Klopper, ne? Gibt es eine Kasse, wo man mehr Leute dran stellen kann? Oder ist 7 Max? Nee, ich glaube 7 ist Ende, ne? Und die nehmen wahrscheinlich auch. Ne, die nehmen alle den gleichen Platz weg. Egal. Oder ist die breiter? Mal gerade einmal vom Blickwinkel. Die passt gerade so in die Tür, ne? Wenn wir die nehmen. Die ist ein bisschen schmaler. Guck mal. Und die? Jo, die sind schmaler. Pass auf, dann nehmen wir doch die hier. Müssen ein bisschen Platz lassen, dass der Lagertyp da durchkommt. So, stellen wir das da rein. Das machen wir. Und jetzt bestellen wir Artikel. Und zwar 3,90 €. Naja, nicht mit allem, aber mit den meisten.
Ja, wir hatten es ja letztes Mal schon festgestellt. Ich würde sagen, wir nehmen hier einfach noch mal volles Programm. Ich will mal einmal kurz was gucken. Nee, der Ruf scheint komplett auf Null gesetzt zu sein. Das ist Murks. Aber gut, ist halt wie es ist. Wir versuchen es jetzt. Ich will es einfach noch mal probieren. Irgendwie müssen wir das ja hinkriegen. Weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Ich packe jetzt mal alles rüber gerade. Und dann müssen wir gleich mal durchzählen, wie viele Regale wir überhaupt brauchen. Ich glaube, es waren vier und so ein einzelnes Ding. Ananas. Brokkoli, die noch dazu, die noch dazu, die auch, die auch. Die auch und die auch. 28. Ne, das passt nicht. Da habe ich irgendeinen vergessen. Brokkoli, Tomate, Kürbis. Da, die fehlen. Jetzt passt 29. Das heißt, wir bräuchten 4, 7, 7 Regale. Die kriege ich doch hier gar nicht rein, oder doch? Wir probieren es nochmal. Lass mal gucken, ob es irgendwas gibt, was mehr Sinn macht vom Platz her, aber. Kurz mal testen. Wir können es ja wieder verkaufen. Wie viel Ware kriege ich da rein? Nur zwei. Nee, das hat keinen Wert. Nee, nee, dann müssen wir die anderen Regale nehmen. Aber ich würde tatsächlich jetzt aufgrund der Platzsituation nicht die nehmen, sondern die, weil die sind ein bisschen höher, aber dafür schmaler. Das heißt, wir müssten dann wieder mehr Laufweg zur Verfügung haben, später, wenn wir dann doch mal auf eine zweite Kasse umstellen müssen. Drei. Kriegen wir da einen rein? Vier. Boah, wir werden fast komplett pleite sein, wenn wir das hier durch haben, aber gut, ist dann halt so. Fünf. Sechs. Ja, komm doch, das kriegen wir hin. Machen wir jetzt. Noch so einen. Den stellen wir dann wirklich hier noch hin. Sieben. Und dann nochmal hier so eine Einzeltheke. Nehmen wir die. Und stellen sie wieder mitten rein. Gleiches Layout wie letztes Mal. Der Start lief ja eigentlich ganz gut. Also, und jetzt gehen wir hin, bestellen einmal. Fordern an. Bestellverlauf hinzufügen 2, 3, 4. Nochmal 400. Sind nochmal 116 Artikel. Bestellen wir. Ja, machen wir so. So, lassen wir ihn kommen. Da ist er schon. So, dann können wir dich gleich nochmal beauftragen. Geht nicht, weil du noch unterwegs bist. Ist nicht schlimm. Packen wir erst aus. Und die Lagerdinger können wir unmöglich austauschen, ne? Hatte jetzt erst überlegt, ob ich vielleicht lagertechnisch wieder verkaufe, so wie wir das sonst auch immer gemacht haben, aber das Ganze knicken. Wir machen es mal genauso wie vorher. Wir kennen es ja. Kommen hier die Melonen rein. Fand ich eigentlich ganz cool. So, und dann fangen wir hier mit den anderen Dingern an. Gemüse hatten wir, glaube ich, gemacht, ne? Halt, muss erst die Dinger reinmachen. So. Gemüse, 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 Gemüse und go. Auch nochmal. Jo, können wir nochmal anfordern. Hier war auch nochmal Gemüse, glaube ich. Wir müssen wieder die Dinger rausholen. Gurke, das Zeug, das Zeug. Und Brokkoli. Ach, ich hätte das mit der Farbe, aber die Farbe ist erstmal uninteressant. Bevor ich hier jetzt wieder so viel Arbeit reinstecke, will ich erstmal wissen, ob wir das wirklich hinkriegen. So, Thema weiteres Gemüse. Hätten wir nochmal Kartoffeln, Tomaten. Sieht für mich alles nicht so nach Gemüse aus. Das sind Zwiebeln, das ist Gemüse. Ja, dann machen wir es so wie letztes Mal und hauen wir den Kürbis da noch mit rein. So, und dann gehen wir hier hin. Machen den Rest.
Äpfel, Bananen und Birnen hatten wir hier drin. Gemüse. Hier hat man, glaube ich, den exotischen Krempel drin. Avocados. Machen wir noch Kiwis. Hier war, glaube ich, Zitrus. So ganz grob. Zitronen. Ordne das jetzt mal als Mandarinen ein. Und die Beeren. Und ich glaube, in dem anderen Regal hatten wir dann den restlichen Krempel. So. Das sieht schon mal gut aus. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir schon Kosten haben. Und zwar jetzt schon. So, dann gehen wir schnell auspacken. Dürfte gleich schon voll sein. Nee, müsste alles reingehen. Wir haben ja 120 Lagerkisten extra da. Das finde ich auch gut. Ich würde so gerne eigentlich noch mal was nachbestellen jetzt. Ist da was vermachen? Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass wir genau die gleichen Artikel gut verkaufen wie beim letzten Mal. Und dann würde ich hingehen und würde davon noch mal ein paar mehr bestellen, dass wir die da haben. Ja, das ist eine gute Idee. Suchen wir uns so 5 Artikel aus, wo ich mir sicher bin, dass die sich gut verkauft haben. Bestellen die nochmal nach. Und dann ist gut. So, dann immer zum einen Gemüse. Das richtig gut lief, war Brokkoli, die Melonen. Die Beeren liefen von Anfang an richtig gut. Und irgendwas, was weiter oben war. Waren das die Birnen? Nee, die musste ich günstiger machen, damit die laufen. Die Avocados. So, und da würde ich jetzt einfach nochmal eine ganze Rutsche nochmal nachziehen. Kostet ja fast nichts. Hammer. So, dann lassen wir nochmal kommen. Ich glaube, eine Kiste. 2, 4, 5, gehen doch 5 rein. So, dann lassen wir den mal kommen. Und wie gesagt, Personal und so weiter, das müssen wir uns jetzt am Anfang echt schenken. Packen wir das schon mal aus, dass wir so gut wie möglich für morgen vorbereitet sind. So, Beeren, Brokkoli, Avocado und Melonen. Das heißt, wir müssen einmal kurz geguckt, das hier im Auge behalten. Avocado ist hier im Auge behalten. Und die Beeren sind hier. 2, 3, 4 und den Brokkoli, den haben wir hier. Okay. Gut, dann lasst uns mal loslegen. Ach, Schaufenster müssen wir noch machen, ne? Dann bewerben wir auch die Artikel, die wir gerade richtig gut nochmal nachgelegt haben. Also die Melone würde ich jetzt nehmen. Und die Avocado vielleicht. Oder Erdbeeren. Erdbeeren gehen bestimmt auch gut. So, dann lasst uns mal reingehen. Ich mag gar nicht hingucken. Das sind jetzt direkt schon mal 670 Flocken weg. Bums, 313. Ei, der Daus. Personal, ihr kennt das Dilemma. Wir fangen da jetzt mit an. Oh, das sind einige. Oh, wir haben aber unsere 10 Punkte behalten. Das ist schon mal nett. Ja, nehmen wir. Ich gehe aber wirklich jetzt nur auf Leute, die mindestens halb voll sind. Und wir legen die alle auf Halde. Einfach nur, weil letztes Mal hätte ich direkt am zweiten Tag schon Personal gebrauchen können. Und wir waren vom Umsatz her auch gut genug. Ich denke, dass wir das diesmal, die Werbung habe ich diesmal nicht geschaltet. Ne? Das könnte uns das Genick brechen, aber vielleicht kriege ich gleich noch eine günstige Anzeige rein. Nee, da brauchen wir gar nicht weitermachen. Ja, doch, komm, ich gucke mal. Eine günstige Anzeige für die Arbeiterklasse kriegen wir doch bestimmt hin. Frisches Essen rein. Und die Arbeiterklasse rein. Ja, komm, wir machen das jetzt. Das klug war, wir haben nichts zu verlieren.
Halt, naja gut, machen wir Mindestlager jetzt noch zuerst. Lebensmittel, frisches Essen, Gemüse. Alles rüber und alles auf 5 gestellt. Also Mais, Gurken. Ja, und wie gesagt, also wenn ihr diese Folgen hier seht, ich habe es jetzt nicht ganz nachgeguckt, dann bin ich wahrscheinlich schon im Urlaub. Je nachdem, wie das hier jetzt ausläuft. Wenn ihr vor dem Bildschirm sitzt und die Hände über dem Kopf schlagt, weist mich gerne auf die Sachen hin, die ich falsch gemacht habe. Ja, weil dieses Spiel, das hält mich fest und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe das jetzt auch so ohne Aufnahmen öfter mal gespielt zwischendurch. Einfach mal zum Runterkommen finde ich das halt echt super. Aber an diesem Konzernmodus, ich hatte da eigentlich die Lust schon dran verloren. Aber dadurch, dass ich jetzt gesehen habe, dass man irgendwie sich trotzdem noch retten kann, habe ich gedacht, versuchen wir es nochmal. Dummerweise habe ich jetzt, kriege ich nicht raus, wie man sich retten kann. Also wenn ihr da irgendwie noch Verbesserungsvorschläge, Tipps, meine Fehler, haut mir das alles in die Kommis. Ich kann es ab. Nett und höflich bleiben natürlich. Aber konstruktive Kritik ist immer genau das, was ich gebrauchen kann. Gerade bei solchen Sachen. Hilft mir auf jeden Fall weiter. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr bei anderen YouTubern. Ja, bei Bubas gucke ich zwar ab und zu mal rein, aber der ist ja in seinen Konzern schon so weit fortgeschritten, dass wir da, das, da könnte ich jetzt nicht großartig noch was lernen, glaube ich. Und der nächste Punkt ist halt einfach, der hat nochmal eine ganz andere Spielweise wie ich, ne? Was ja nicht negativ ist. So, genau, wir haben den einen Mitarbeiter schon gehabt. Machen wir hier nochmal weiter. Pack. Ja, können wir noch mal ein bisschen Zeit reinstecken. Fortsetzen. Also erste Sahne-Leute kriegen wir hier nicht. Aber ich sag mal so zwei, drei Leute direkt zum Anfang schon mal auf Halde zu haben. Immer noch nicht. Jetzt aber gut. Nehmen wir mit. Ich bin echt gespannt. Echt. Und es ärgert mich. Merkt man's? Nein. Doch, merkt man. Das ist einer, da bin ich dabei. Und wenn der jetzt noch kurze Arbeitstage, schade. Top-Verkäufer. Das stelle ich mir auch gleich schon mal ein. Den müssen wir uns gleich merken. €10 die Stunde, der Christoph. Christoph wird unser Verkäufer. Das wird vermutlich auch der erste Mensch sein, den wir hier einstellen. So, wenn ich an letztes Mal denke, da hatten wir die ersten Tage fast nur diese Leute, die sich mit Lebensmitteln null auskennen. Ich glaube, drei haben wir jetzt schon eingebucht, ne? Na, komm, den lassen wir jetzt. Drei reichen erstmal. Noch einen Grün. Wenn wir einen Grün kriegen. Ei. Kann nur an eine Kasse. Verärgert niemanden. Bonus mit Kunden. Würde ich jetzt auch für den Verkauf erstmal reservieren, aber die kann katzentechnisch auch schon mal stehen bleiben. Was? So, jetzt. Judy. 105 Mäuse haben wir auf dem Konto. Na. Gut, also, der Christoph war der Verkäufer. Stellen wir auch ein. Und der kriegt auch direkt schon die kompletten freien Tage rein. Das hier müsste die Kassiererin gewesen sein. Ja. Auch mit Bonus auf Kundenkontakt. Und die anderen beiden muss ich mir nochmal angucken. Ich glaube, die anderen beiden waren auch die, wo wir Abstriche gemacht haben. Was hier die Dings angeht. Die beiden müssten grün gewesen sein. Und die beiden. Naja, gut. Aber dafür ist ja in den anderen Bereichen nicht schlecht. Gucken wir uns nochmal die weichen Merkmale an. Wird Verkäufer. Wenn er kann. Nee, kann er nicht. Gut, dann bleibst du erstmal Marketing. Wie gesagt, wir machen die genaue Zuweisung sowieso nachher. Aber den stecke ich nicht ins Marketingbüro, wenn er Kundenbonus hat. Er hier, der könnte ins Marketingbüro oder ins Lager und da will er auch hin. Wobei der jetzt natürlich von den Werten her nicht so mega geil ist. Ich glaube, ich lasse den erstmal im Lager stehen. Sehr gut. So, dann haben wir das geregelt, das haben wir geregelt. Wir haben ein bisschen Werbung gemacht. Tag 1, auf geht's. Konzernvermögen ist auf 0. Bah.
Also wir müssen mindestens ein Tausender machen, glaube ich, damit wir hier überhaupt, nee, mehr sogar. Es ist alles voll, es ist alles gut, wir sind komplett alleine. Holen wir uns wieder die Leute von der Straße, würde ich sagen. Ich habe die Öffnungszeit nicht angepasst. Das müssen wir morgen auf jeden Fall machen. Aber für heute reicht's. Und geöffnet. Da, erste potenzielle IT-lerin, hm? Rein mit dir. Hammer. Versucht das eigentlich immer so über 90 zu halten, aber so wie es aussieht, kriegen wir die sogar komplett hier. Ja. Das war der falsche Knopf. Oh, Glück gehabt. Thanks. So, also es kommen Leute rein, aber gekauft hat noch keiner mehr. Aber es werden schon Regale ausgeräumt. Sehr geil. Doch, wir haben recht gut Kundenverkehr. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Hi, spare 2 seconds. Jo, komme. Bananen, na klar. Hammer. Noch steht keiner an der Kasse. Dann versuchen wir es hier auch noch mal. Hey, excuse me. Jetzt steht einer an der Kasse. Gehen wir kurz kassieren. Thank you. Und wenn der nette Herr da noch geduldig ist, kriegt er noch eine Beratung obendrauf. Wieder raus. Boah, dass die immer so weit unten sitzen müssen, ne? Da ist egal, der kriegt jetzt einfach nur Freude. Ja, da sitzen sie nämlich schon wieder. Und zwar viele. Gut, dass wir den Thanks. so aufgepusht haben. Komm schnell. Bevor die Leute abhauen, weil keiner an der Kasse Hey. ist. Ah, tut mir leid, ich kann jetzt nicht. Ich würde so gern. Ach, Mist. Egal, dann fülle ich jetzt erstmal auf. Haben ja einige Sachen müssten wir noch da haben. Ja, sehr cool. Avocados hat sich nichts verkauft. Hey, got a second? Nee, erst Kasse bitte. Scher, Hammer. Hipster ist unsere Zielgruppe. Manchmal das Gefühl, dass meine Maus das nicht richtig macht hier. Ich glaube, ich muss mir echt mal eine neue besorgen. Bin bei solchen Sachen immer super geizig. Funktioniert ja noch. Warum? Aber so richtig funktioniert sie dann doch nicht mehr. Bill. Ein und dann. Durchziehen Thanks. und Kasse. Boah, ich wäre so froh, wenn wir die 1000 knacken. Bin mir nicht mal sicher, ob das wirklich reicht, weil wir müssen ja dann Waren noch nachbestellen, aber es sieht im Moment echt gut aus. Da können wir noch mal nachfüllen. Und Brokkoli komplett leer. Das war eine gute Entscheidung. Da ist nichts mehr. Da oben haben wir, glaube ich, auch nichts. Avocados, yay. Und ich glaube auch Beeren. Gleich nach den dreien mal eben ins Lager geguckt. Ich glaube, da haben wir nämlich fast nichts mehr drin. Ach doch, Wassermelonen, Avocados und Beeren haben wir noch. Sehr cool. Hey. Ja, wenn du dich geduldest. Sehr schön. Buchhalter, ne? Hey, have a minute? Nee, alle gleichzeitig leider nicht, du. Schätzelein, wenn du ein bisschen Geduld aufweist, ein bisschen Need muss ich dem geben. Thanks. Ah, Mist. Brokkoli ist platt, Wassermelone kann ich gleich nochmal was nachlegen und bei den Beeren war auch noch irgendwas möglich. So. Hier, ne? Avocados hatten wir auch noch. Ja, ich komme ja schon.
haben wir nur noch Erdbeeren, die roten. Weiß nicht, ob das, das sind die unteren, glaube ich, ne? Da wird auch noch gekauft. Oh, guck mal, echt, ich sehe echt Chancen, dass wir mit Plus rausgehen heute. Wie viele hatten wir? Zwei, ne? Drei. Ein Päckchen kann noch weg, dann kann ich es auffüllen. Ach herrlich, die 1000 geknackt. Jetzt haben wir Feierabend. Hier war's. Okay, so, dann lass uns mal schnell in die Mindestlagergeschichte gehen. Es wären 54 und Verkäufe nachstellen wären sogar 77. Aber wir machen das mal. Ist mir zu gefährlich, das jetzt zu machen. Dann riskiere ich jetzt halt, dass wir ein bisschen ins Minus gehen, dann ist das halt so. Geht aber. Nur keine Werbung können wir jetzt nicht noch eine machen, glaube ich. So, wir suchen nochmal nach Grünlingen. Kurz nochmal auf Uhr geguckt. Oh, der ist grün. Oh, oh, oh. Jawohl, jawohl, der gefällt mir. Den wollen wir haben. Der wird teuer. Na komm. Ja, wäre jetzt halt echt die Überlegung. Hätten wir jetzt den Verkäufer noch bezahlen können? Zumindest für ein paar Stunden nachmittags? Doch, das hätte eigentlich gepasst, ne? Wobei, ich gucke gleich erstmal nochmal Mindestlager. Oh, noch einer. Also krass, zieht es euch rein. Was war das nochmal? Das ist aber kein Problem. Gehen wir auch direkt ein bisschen höher. Oh, das war gut. Noch einer? Noch einer. Noch eine. Nö. Dafür habe ich mittlerweile zugute. Da würde ich jetzt schon fast die anderen beiden da oben gleich wieder rauswerfen. So, dann lass uns jetzt einmal schnell. Jo, bist krank. Du hast noch nicht mal gearbeitet, Kollege. Naja, ist egal. Bestellung. Verkäufe nachbestellen, füge alle hinzu. Mindestlager anpassen. 1, 2. Eins, zwei, wir müssen nur die Fünfer suchen. Kartoffeln. Lol. Ist schon weit jetzt, glaube ich. Vorm Kürbis. Da sind sie. Den Kürbis nehmen wir auch gleich mit hoch. Brokkoli, ne? Komplett weg die Nummer. Machen wir direkt auf 11. Wassermelonen können wir auf 9 machen. Die machen wir auf 7. Und diese Beeren können wir direkt auf 11 machen. Mhm. So, jetzt würde ich nochmal gerne gucken. Na gut, das kostet jetzt nicht viel. Bestellen wir nach. So, dann haben wir das erledigt. Wie sieht es kohletechnisch jetzt noch aus? 85. Du warst doch der mit den Abstrichen, ne? Na, wir gucken nochmal genau, was die können. Ja, Marketer, Verkäufer. Können wir einsetzen, wo wir wollen. Ich würde jetzt erstmal in Verkauf setzen. Zack. Und frei. Wen haben wir hier nochmal? Der war auch top frisches Essen. Den würde ich eigentlich sehr gerne als Verkäufer drin haben. Kriegen wir das? Einen Punkt hat er schon mal. Ja. Den können wir auch als Verkäufer setzen. Und den anderen auch als Marketer. Was haben wir hier oben? Nochmal Lager und Marketing. Also den Marketing-Typen würde ich jetzt schon mal rauspfeffern wollen. Wobei der eigentlich auch noch in Ordnung ist. Ne? Den hier, den schmeißen wir raus. Komm. Zack, tschüss. Brauchen wir nicht. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Eine kleine Werbeanzeige kriege ich nicht finanziert, oder? Weiß nicht mehr genau, was sie kostete. Über 100. 200. Nee, gut, lassen wir sein.
Ja, komm, einen Tag machen wir noch. Lieferung kommt ja erst noch um 11:30, ne? Zweiter Tag finanzielle Gefahr. Also wir müssen jetzt definitiv ins Plus. Notfalls kann ich mich ja noch mal mit einem Kredit retten. Sieben Konzeptpunkte, das ist schon mal cool. Konzern ist auch blank. Wir hätten den Kredit aufnehmen müssen. Ich hoffe, der Konzern fliegt uns jetzt nicht um die Ohren. Ja, Lieferung dauert noch einen Moment. Wir haben ja, die kommt ja erst um. Nee, gar nicht. Wir haben ja den richtigen Spediteur noch. Also alles gut. Die müsste jetzt jeden Moment reinkommen. Oh, das ist gut. Das hatte ich gar nicht mehr. Ach, schön. Das hilft uns ungemein, dass wir den jetzt schon haben. Naja, zumindest was die Ware angeht. Gucken, dass wir das hier leer kriegen, bis der Laden aufmacht. Das wäre schon mal ganz cool. Er hat sogar alles ins Regal geschluckt. Sehr gut. So, Potenzial für viel Umsatz haben wir heute. Leider keine Werbung, aber ist nicht schlimm. Es wäre cool, wenn wir heute vielleicht ja 1,5 anpeilen, ist glaube ich ein bisschen übertrieben. Aber wir gucken mal. So, die gehen direkt wieder raus, die Pfeifen. Ja, Arbeiterklasse, genau das, was ich haben will. Und ein bisschen von dem Kram hier kriege ich dir auch noch reingedrückt. Vielleicht sogar alles. Ei, rein mit dir. Thank you. So, jetzt ist ein bisschen was im Laden. Keiner an der Kasse. Na komm, Mama. Thank you. Ja, ich komme ja schon. Auffüllen müssen wir auch noch. Es sind keine klaffenden Löcher da, aber zumindest ein bisschen was. Hier den Brokkoli zum Beispiel unbedingt. Komm ja schon. Da warst du auf einmal für Musik drin. Ich da aus Versehen irgendwas umgestellt? Oder feiern die schon meinen Untergang hier? Die Öffnungszeiten nicht angepasst. Leute, warum vergesse ich denn das immer? Hey. Wahrscheinlich würden wir viel mehr Umsatz machen, wenn ich das machen würde. Hier einen Blumenkohl. Blumenkohl ist eine super Sache. Ist gesund. Ach, ich Idiot, falscher Knopf. Ja. Hat nicht geklappt. Thank you. Totale Tastenkirmes an den Tag gelegt. Hey, got a second? Nee, jetzt gerade nicht. Und Melonen haben wir doch Hi, bestimmt noch welche, 13 oder? seconds. Oder Brokkoli. Hier ist ein klaffendes Loch, kriegen wir nicht gestopft. Der Rest ist erstmal okay. Hey. Ich glaube, wir werden es nicht ins Plus schaffen. Schwierig, schwierig.
bestelle die Ware auf jeden Fall erst, wenn wir oben sind. Und dann müssen wir halt notfalls einen der Kredite in Anspruch nehmen. Wir müssen zumindest jetzt einmal die Kurve kriegen hier. Ja, wobei ein 1000er haben wir. Sind schon besser als letztes Mal. Müsste nur noch mal losgehen, auffüllen. Brokkoli haben wir bestimmt noch. Haben wir nicht. Krass. Ja, noch ein bisschen was. Hier müssten wir noch was haben. Ja, ich komme. Melonen sind leer. Die gehen echt wie Sau, die Dinger, ne? Jo, das war's. Gucken, was noch im Lager so drin ist, aber ist jetzt eh gleich wieder Schluss. Einmal Beeren, zweimal Äpfel nur noch. Ich glaube, das war's. 18 Uhr ist Feierabend. Okay, wenn wir gleich oben ankommen, das Erste, was wir machen, ist Öffnungszeiten umstellen. Ach nee, es war 17 Uhr sogar Feierabend. Krass, verdammte Hacke. Jo, 17 Uhr. Nee, komm, das geht nicht. Machen wieder volle Pulle-Tage, sonst hat das keinen Wert. Auch wenn morgens nur einer kommt, ich stehe jetzt im Moment eh alleine im Laden. Das ist ein Verkauf mehr und damit auch mehr Kohle in der Tasche. Wenn ich jetzt Ware nachbestelle, dann haben wir wieder nicht genug für den Konzern. Das Konzernkonto muss ich auch auf jeden Fall aufladen. Also ich denke, einen Kredit werden wir jetzt voll ausschöpfen und ich werde diesmal nicht wieder den Fehler machen und werde dann umbauen. Also gucken wir nochmal den einmal kurz durch. Ach komm, nee, weg, brauchen wir nicht. So, Öffnungszeiten haben wir jetzt umgestellt. Der Mitarbeiter kann ja nichts passiert sein, haben wir ja nichts gemacht. E-Mail. Okay, vielleicht habe ich die E-Mail irgendwie. Okay. Verstehe ich noch nicht. Keine Ahnung. Gut, Bank. Ja, ich nehme jetzt einmal volles Brett auf. Das, was wir heute brauchen, nehmen wir für die Bestellung. Und dann werde ich gleich, wenn wir runtergehen, das Ganze in den Konzern reinschmeißen. Gemüse und Verkäufe nachbestellen. Dann lass uns mal sehen, wo die Reise hier hingeht. War schon beim Mais, dann geht es hier weiter mit der Kartoffler. Die haben wir schon auf 7, alles gut. Kürbis ist auch gut. Brokkoli muss, gehen wir direkt auf 15. Melonen auch auf 15. Der Rest ist okay. Gut. Zack. Bestellung, Mindestlager, 87 Artikel. Zwei, da muss er zweimal kommen. Kriegen wir aber hin. Bums. Hammer. So, den Part haben wir. Dann machen wir jetzt nochmal eine dicke, fette Werbung. Die sollten, glaube ich, eigentlich gar nicht da sein. Boah, 1900. Ja, aber du, das reicht. Den Rest baller ich in den Konzern. Arbeiter auch auf groß. Und dann auf klein. Ökos. Hipster. Und in der Mitte machen wir die Bauern und die Rentner. Wir machen 3 Tage. Okay, so, dann auf zum Konzern, wenn wir jetzt nicht schon pleite sind. Ja, weiß ich. Niveau ist hochgegangen. Laden an der Ecke, jetzt nicht verklicken hier. 9 Punkte, wir können schon fast ein neues Konzept dazu holen. Oh, Konzernvermögen 500 und... Lass uns mal gerade gucken. Ich hoffe, wir können da genug reinbuttern jetzt. Aber ich glaube 800 oder so hatten wir doch noch, oder? Yes. Geld abheben. Alles. 882.
So, das heißt, wir haben den Konzern jetzt nochmal für einen Tag über Wasser gehalten, definitiv schon mal. Und müssen dann aus den Verkäufen, die wir jetzt erzielen, zusehen, dass wir hier in Gang kommen. Okay, also in diesem Sinne, wenn ihr wissen wollt, ob ich es hier noch schaffe, nochmal die Kurve zu kriegen, lasst ein Abo da, dass ihr nichts verpasst und schaut auf jeden Fall morgen wieder vorbei. Bis morgen, tschüss.